Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 8, erste Lesung des Gesetzes über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in den Jahren 2019, 2020, 2021 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Gesetz wird eingebracht von Kollegen Bauer. Ich erteile ihm das Wort und wünsche eine angenehme Beratung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestern war der Parlamentarische Abend des Deutschen Beamtenbundes in Wiesbaden. Und ich darf feststellen, dass bei den Fachgewerkschaften und dem Dachverband der Interessensvertretung der Beamtinnen und Beamten insgesamt eine sehr gute Stimmung herrschte. Das war auch schon einmal anders, meine Damen und Herren. Die Stimmung war deshalb gut. Die Stimmung war deshalb gut, weil 90.000 Beamtinnen und Beamten von einer klaren Einkommensverbesserung profitieren. 8% mehr in den nächsten 33 Monaten. Das war die gute Botschaft auch des gestrigen Abends, meine Damen und Herren. Und natürlich haben sich die Adressaten auch darüber gefreut, dass wir angekündigt haben, eine zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des Tarifergebnisses auch für die Beamtinnen und Beamten zu gewährleisten. Das wurde allgemein ebenfalls sehr begrüßt und hat zu einer aufgelockerten Stimmung am gestrigen Abend sicherlich beigetragen. Wir Christdemokraten wollen nun dieses kräftige Lohnplus nun auch zeitnah unseren tüchtigen Beamtinnen und Beamten zukommen lassen. Und damit würdigen wir die Leistung derer, die tagtäglich sicherstellen, dass unser Staat und unser Gemeinwesen gut funktionieren. Herzlichen Dank dafür. Mit dem jetzt von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN eingebrachten Gesetzentwurf ist die notwendige Rechtsgrundlage dafür geschaffen. Damit soll die Besoldung von Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern sowie die Versorgungsbezüge der Versorgungsempfänger in Hessen zum 1. März 2019 um 3,2%, zum 1. Februar 2020 um weitere 3,2% und zum 1. Januar 2021 um weitere 1,4% erhöht werden. Das ist die gute Nachricht, die ich heute hier verkünden darf. Ebenso werden die Mehrarbeitsvergütungssätze allgemein und im Polizeibereich linear und zeitgleich angepasst. Die Anwärterbezüge erhöhen sich ebenfalls in drei Schritten in gleicher Höhe, jeweils zum 1. Januar 2019, 2020 und 2021. Und darüber hinaus werden in dem Gesetzentwurf auch einige organisatorische Umgestaltungen in der Landesverwaltung besoldungsrechtlich nachgezeichnet. Die vorliegende Erwägung zur Besoldungserhöhung sind natürlich an dem vom Bundesverfassungsgericht und der Verfassung abgeleiteten Zahlenwerte und Vorgaben orientiert. Wir haben das an volkswirtschaftlich nachvollziehbaren Kriterien ausgerichtet. Und sie bilden den Orientierungsrahmen, der zu beachten ist. Und wir stellen, das darf ich feststellen, selbstverständlich eine amtsangemessene Besoldung sicher, meine Damen und Herren. Die in der ausführlichen Begründung zum Gesetzentwurf dargelegte mehrstufige Prüfungsschema zeigt, dass die Besoldung in Hessen deutlich innerhalb des vorgegebenen Rahmens zu der Tarifentwicklung, der Entwicklung der Nominallöhne und auch des Verbraucherpreisindexes liegt. Auch ein Vergleich, Quervergleich von Bund und Ländern zeigt deutlich, dass wir im Rahmen dieser jetzt vorgesehenen Besoldungsanpassung die Prüfparameter erfüllen und den verfassungsrechtlichen Vorgaben auch entsprechen. Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle der monetäre Aufwand bleiben für dieses sicherlich gut investierte und gut angelegte Geld. Bei doppelter Betrachtung beläuft sich der Mehraufwand für diese Verbesserung von Besoldung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten in diesem Jahr auf rund 129 Millionen €. Hinzutreten rund 950 Millionen € bei den Pensionsrückstellungen. Und für das Jahr 2020 summiert sich der Aufwand für das Land auf insgesamt knapp 1,3 Milliarden €. Ich sagte bereits, das ist viel Geld, aber sicherlich gut investiertes Geld, meine Damen und Herren. Zu diesen monetären Verbesserungen kommt die landesweit gültige Freifahrtsberechtigung für alle Landesbediensteten in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs. Dieses kostenfreie Landesticket, meine Damen und Herren, ist ein verkehrspolitisches Erfolgsmodell und auch eine weitere deutliche finanzielle Entlastung für alle Berufspendlerinnen und Berufspendler. Denn nur ein Beispiel. Die Ersparnis einer Jahreskarte von Frankfurt nach Wiesbaden macht bei einem Beamten in der Besoldungsgruppe A8 fast 5% vom Jahresbrutto aus oder entspricht etwa der Beförderung von A9 und A10. Das ist eine weitere gute Nachricht. Made in Hessen, das gibt es nur bei uns, meine Damen und Herren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die CDU-Fraktion steht für einen attraktiven öffentlichen Dienst. Und sie ist auch der Garant für die Beibehaltung des Berufsbeamtentums mit all seinen bewährten Aspekten. Und ich freue mich, dass wir mit dem heute vorgelegten Gesetzentwurf und der darin normierten Besoldungserhöhung unsere Wertschätzung für die Arbeit jedes einzelnen Beamten auch deutlich machen können. Hessen ist und bleibt ein moderner und familienfreundlicher Arbeitgeber, der selbstbewusst in den Wettbewerb um die besten Köpfe eintreten kann. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bauer. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Erstmals seit vielen Jahren wird das Tarifergebnis des TVH in seinen wesentlichen Teilen zeit- und inhaltsgleich ins Besoldungsanpassungsgesetz übernommen. Und das finden wir positiv. Positiv finden wir auch, dass es eine Erhöhung des Jahresurlaubs für Anwärterinnen und Anwärter auf 30 Tage gibt, eine Forderung, die schon lange von Gewerkschaftsseite erhoben wurde. Negativ allerdings, und auch das muss gesagt werden, finden wir, dass die Anpassung der Versorgungsbezüge um 0,1 % reduziert wurde und also nicht in vollem Umfang weitergegeben wird. Und ebenso negativ, und das sehen nicht nur wir so, ist es auch, dass die im Tarifvertrag vorgesehene überproportionale Erhöhung der Auszubildendenvergütung, dem entsprechen ja die Anwärterbezüge im Beamtenbereich, nicht um jährlich 60 € pauschal vorgenommen wurden, sondern wie eben vorgetragen nur um die prozentuale Erhöhung, was im Endeffekt nur eine halbe Erhöhung ist im Vergleich dazu, weil das sind etwa 30 bis 35 € und eben nicht 60. Das hätten wir sehr gerne gesehen, dass auch dies übernommen worden wäre bei der Übertragung des Tarifergebnisses. Und nicht vergessen will ich an dieser Stelle auch, dass zumindest die DGB-Gewerkschaften ja erneut, wie auch in den letzten Jahren immer wieder gefordert haben, dass die Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden reduziert wird. Formal ist sie ja immer noch in Hessen bei 41 Stunden bei den Beamtinnen und Beamten. So. Was den Rückstand angeht aus den Nullrunden aus den Jahren 1915 und der 1-%-Erhöhung aus dem Jahre 2015 und 2016. So lange zurück ist es doch noch nicht. Wegen der Nullrunde und der 1-%-Magerrunde, da hätten wir uns sehr wohl schon eine überproportionale Anhebung der Besoldung gewünscht, wie sie im Übrigen und insbesondere von Seiten der GRÜNEN wird ja gerne auf andere Bundesländer verwiesen, wie sie im Übrigen, nämlich überproportional in den Bundesländern Berlin, Brandenburg und Rheinland-Pfalz vorgenommen wird. Auch da könnte sich natürlich Hessen ein Beispiel nehmen. Alles in allem, mit dem langfristigen Tarifvertrag von 33 Monaten, der jetzt geschlossen wurde beim TVH und um dessen Übertragung auf die Beamtenbesoldung es ja geht, sind gut 2 Jahre Zeit gewonnen, um tatsächlich ernsthaft und mit dem Willen zur Einigung, und das betone ich ausdrücklich, mit dem Willen zur Einigung, eine Rückkehr in die TDL endlich vorzunehmen und die auch entsprechend vorzubereiten. Das werden keine einfachen Verhandlungen, und deshalb muss natürlich auch darauf geachtet werden, dass von hessischer Seite nicht immer wieder weitere Hürden aufgebaut werden, sondern die müssen abgebaut werden an dieser Stelle, damit das tatsächlich auch gelingt. Meine Damen und Herren, wir sind sehr wohl der Meinung, dass auch wenn es jetzt sich erneut um ein Fraktionsgesetz handelt, das ist zugegebenermaßen den zeitlichen Ablauf geschuldet und damit natürlich eine Anhörung der Gewerkschaften, wie sie bei einem Regierungsentwurf ja zwingend im Hessischen Beamtengesetz vorgesehen ist, nicht stattfinden kann. Dennoch
wir der Meinung sind, dass wir gemeinsam vor der Sommerpause dieses Gesetz auch abschließend beraten sollten, damit zumindest zum 1. Juli diesen Jahres die rückwirkende Nachzahlung der Besoldungserhöhung vorgenommen werden kann. Und deshalb sprechen wir uns dafür aus, dass wir das zügig beraten im Ausschuss und in der Juni-Sitzung dann hoffentlich auch zum Abschluss kommen und sind insbesondere der Meinung, dass Sie, Herr Minister, auch die entsprechenden Vorbereitungen bei der Besoldungsstelle vornehmen sollten, dass diese Erhöhung auch dann tatsächlich zum 1. Juli erfolgen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Günter, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Erst einmal ein Lob, Herr Kollege Bauer, ein dickes Kompliment, kommt von Herzen. Sie haben einen Gesetzentwurf vorgelegt mit 64 Seiten. Außer der Unterschrift der Fraktionsvorsitzenden ist nichts von Ihnen. Herr Innenminister, warum legen Sie eigentlich einen solchen Gesetzentwurf nicht vor? Das wäre Ihr Job als Landesregierung, das mal ganz deutlich zu sagen. Auch das ist hier eine Verrohung der parlamentarischen Sitten. Permanent schreiben Sie für die Regierungsfraktionen die Gesetzentwürfe. Das ist Ihr Job, einen solchen Gesetzentwurf vorzulegen. Meine Damen und Herren, in der Sache selber, was ist passiert? Ja, wir fordern seit Jahren, dass die Tarifergebnisse, die in Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten des Landes Hessen vereinbart wurden, auch für die Beamtinnen und Beamten übernommen wurden. Das haben Sie beispielsweise im Jahr 2015 nicht getan, da gab es eine Nullrunde. Das haben Sie im Jahr 2016 nicht getan, da gab es nur eine einprozentige Steigerung. Das heißt, allein in diesen beiden Jahren haben hessische Beamtinnen und Beamten weniger bekommen als der Inflationsausgleich. Das war schlicht nicht in Ordnung und bleibt auch nicht in Ordnung. Und deswegen kehren wir jetzt zur Normalität zurück. Und dieser Gesetzentwurf, Herr Tippi, ich glaube, in dem Bereich kennen Sie sich nicht so aus, müssen Sie mir also nicht mit Zwischenrufen agieren. Ach, Herr Kaufmann, Sie Oberschlauer, das wissen wir doch. Meine Damen und Herren, an der Stelle, na ja, jetzt lobe ich Ihnen, ist auch wieder nicht recht. Meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf ist jetzt eine Folge auch dessen, dass Schwarz und Grün erkannt haben, dass sie mit ihrer Besoldungspolitik, mit ihrem Besoldungsdiktat nicht mehr konkurrenzfähig sind im Wettbewerb mit anderen 15 Bundesländern und dem Bund. Die Personalgewinnung findet überall statt. Und die Beamtinnen und Beamten gehen dorthin, wo die besten Rahmenbedingungen sind. Wenn die Wochenarbeitszeit höher ist als in anderen Ländern wie in Hessen, sie ist nämlich 41 und 40 Stunden, und dass man eine Stunde, weil der Herr Frömmrich das eben dazwischen gerufen hat, ich habe es zumindest gehört, Lebensarbeitszeit. Ja, diese Lebensarbeitsstunden belaufen sich auf 3 Millionen. Und mittlerweile ist die Praxis in hessischen Amtsstuben, Leute scheiden monatelang vorher aus, um das in Anspruch nehmen zu können. Und dafür gibt es keinen Personalersatz. Und deswegen bei der Polizei allein rund 3 Millionen Überstunden und dann noch die Lebensarbeitsstunden ohne personellen Ausgleich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch hier besteht Handlungsbedarf, um das mal sehr deutlich zu sagen. Und natürlich haben wir ein Nachwuchsproblem, auch in Hessen, weil gerade auch der ehemalige Ministerpräsident Koch ja immer die These vertreten hat und andere, auch vor allem in der CDU, nur ein schlanker Staat sei ein guter Staat. Jetzt merken wir das auf allen Ebenen der Wettbewerb. Es fehlen Lehrer, es fehlen Verwaltungsbeamte, es fehlen Ingenieure, Straßenbau, wenn wir uns das mal anschauen, weil natürlich auch ein Nachholbedarf in vielen Bereichen ist. Deswegen müssen die natürlich angemessen vergütet bzw. besoldet werden. Und das ist die Konsequenz. Und deswegen, ja, auch die Beamtinnen und Beamten sollen an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilhaben, weil wenn Mieten steigen, wenn Lebenshaltungskosten steigen, finde ich, darf Wertschätzung nicht nur Sonntagsreden erfolgen, sondern sie muss auch in Euro und Cent dargelegt werden. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das eine notwendige Konsequenz. Wer einen handlungsfähigen Staat will, wer eine gut organisierte Verwaltung will, der muss auch das Personal und auch damit die finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellen. Ich will ein Zweites sagen noch. Ja, wir wollen, dass das zeitnah übertrieben wird. Wir wollen trotzdem ein ordnungsgemäßes parlamentarisches Verfahren.
weil jetzt wird schon wieder ein bisschen Druck aufgebaut. Das muss alles ganz schnell gehen. Wir haben auch in den vergangenen Jahren durchaus mit dem Instrument von Abschlagszahlungen gearbeitet. Auch das kann man alles organisieren. Aber wir wollen schon, dass die, die betroffen sind, auch die Gelegenheit haben, im Landtag in den Ausschüssen ihre Meinung zu einem solchen Gesetzentwurf zu machen. Hätte man übrigens sich ersparen können, wenn die Regierung diesen Gesetzentwurf vorgelegt hätte, hätten sie eine regierungsinterne Anhörung, hätte möglicherweise ein anderes Verfahren sein können. Ist nicht gewollt. Wir wollen ein vernünftiges parlamentarisches Verfahren. Wir wollen, dass die Beamtinnen und Beamten für ihre gute Arbeit vernünftig entlohnt werden. Und deswegen können Schwarz und Grün ihre Lobhudelei weitermachen. Wir kehren zu einem großen Teil, nicht zu 100%, zur Normalität zurück. Das ist das, was die SPD seit Jahren gefordert hat. Wir freuen uns, dass Sie endlich darauf eingegangen sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Abg. Vohl, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der von der Regierungsfraktion von CDU und GRÜNEN vorgelegte Gesetzentwurf, der die Besoldung der Beamten und Richter sowie die Versorgungsbezüge der Versorgungsempfänger gemäß den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts in seinen Entscheidungen vom 5. Mai 2015 und vom 17. November 2015 zur Bemessung einer amtsangemessenen Alimentation findet unsere Zustimmung. Eine amtsangemessene Alimentation der Beamten, die ihre maßvolle Teilhabe an der allgemeinen und finanziellen Entwicklung gewährleisten soll, ist ein Verfassungsgebot. Die Zielsetzung, die Bezüge der Beamten und Richter sowie der Versorgungsempfänger regelmäßig an die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und Verhältnisse anzupassen, ist bereits in Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes, dem Alimentationsprinzip, verankert. Daraus ergibt sich für den Gesetzgeber eine klare Verpflichtung und ein verfassungsrechtlicher Auftrag, der nach unserer Auffassung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf hinreichend erfüllt ist. Der Dienstherr, hier das Land Hessen, hat gemäß diesem Alimentationsprinzip Beamten, Richtern und ihren Familien einen angemessenen Lebensunterhalt zu gewähren, und zwar entsprechend der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards. Dabei zu beachtende Kriterien sind ihr Dienstrang, die mit ihrem Amt verbundene Verantwortung, die Bedeutung des Berufsbeamtentums bzw. der Richterstellung für die Allgemeinheit. Neben der Attraktivität der Dienstverhältnisse für überdurchschnittlich qualifizierte Kräfte, das gesellschaftliche Prestige des Amtes sowie gewisse erforderliche Ausbildungsvoraussetzungen sind aber auch auf der anderen Seite die Finanzlage der öffentlichen Haushalte bei der konkreten Umsetzung angemessen zu berücksichtigen. Das allgemeine Interesse an einer soliden Haushaltsführung muss ein zentrales Kriterium bleiben. Auch dies sehen wir im vorliegenden Entwurf als gewahrt an. Die Herausforderung besteht darin, die Einkommenssituation der Gesamtbevölkerung bei der Regelung der Besoldung ebenso in den Blick zu nehmen wie eben auch die Lage der Staatsfinanzen. Hier einen vernünftigen Ausgleich zu finden und in verschiedenen Aspekten Rechnung zu tragen, ist nicht immer einfach, denn sowohl die Alimentationsgarantie als auch das Verbot der Neuverschuldung genießen beide Verfassungsrang, was eine Abwägung dieser beiden hohen Rechtsgüter erforderlich macht. Im Großen und Ganzen ist dies mit dem vorliegenden Gesetzentwurf jedoch gelungen. Eine Gewährung von Mindestbeiträgen würde aus unserer Sicht ebenso wenig als sinnvoll erachtet werden, wie eine überlineare erhöhte Anpassung einzelner Stufen. Die Linie des Bundesverfassungsgerichts, vorgegeben in seinen grundlegenden Entscheidungen zur Besoldung aus dem Jahre 2015, wurde eingehalten. Damit steht unserer Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf nichts im Wege. Für künftige befristete Besoldungsgesetze wünschen wir uns, und diese Anmerkung sei mir zum Schluss noch gestattet, dass ein Aspekt noch etwas stärker in den Blickpunkt gerückt wird, nämlich, dass sich durch die Reformen des Tarifrechts in den vergangenen Jahren peu à peu das Einkommensniveau der Berufsanfänger
verschlechtert hat. Obwohl der öffentliche Dienst angesichts der demografischen Entwicklung zunehmend mit der Privatwirtschaft als Arbeitgeber konkurrieren muss, um geeignete und qualifizierte Anwärter für den öffentlichen Dienst rekrutieren zu können. Für den hier zu regelnden Zeitraum bis 2021 ist aber das Regelwerk im Ganzen nicht zu beanstanden und findet somit, wie bereits gesagt, die Zustimmung der AfD-Landtagsfraktion. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Vohl. Das war die erste Rede des Kollegen. Nein, aber zumindest heute war es die erste Rede. Ja, stimmt's doch. Also, Gratulation zur ersten Rede heute. Ja. Auch gut. Dann machen wir weiter. Herr Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Der Präsident hat immer recht. Das, Herr Kollege Hans, müssten Sie wissen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Änderung des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung setzen wir einen weiteren Punkt aus der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und GRÜNEN zeitnah um. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die Ergebnisse der Tarifverhandlungen in Hessen zeit- und inhaltsgleich zu übernehmen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wollen wir diese Vereinbarung zeitnah umsetzen. Die Bezüge der Beamtinnen und Beamten, der Versorgungsempfänger und der Versorgungsempfänger werden in drei Schritten von 2019 bis 2021 um rund 8% steigen. Die Anwärtergrundbeträge erhöhen sich ebenfalls linear in diesen Schritten, nur sie werden zeitlich vorgezogen, und zwar zum 1. Januar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen damit deutlich an den Einkommensentwicklungen im Land Hessen teil. Das ist eine gute Nachricht für die Beschäftigten des Landes, und das freut uns natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Einzelnen wurde im Gesetz hinterlegt, dass die Bezüge der Beamtinnen und Beamten und der Versorgungsempfänger zum 1.3.2019 und zum 1.2.2020 um jeweils 3,2% steigen und dann noch einmal zum 1.1.2021 um 1,4%. Wir freuen uns sehr, dass es bei den Tarifverhandlungen gelungen ist, das bundesweit einmalige Landesticket für die Beschäftigten des Landes Hessen weiterzuführen. Das ist ein wirklicher Erfolg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Ticket ist ja mehr als ein Jobticket. Es ist eine Art Freifahrtsberechtigung für die Nutzung des gesamten öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen. Rund 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren von diesem Ticket mit großzügigen Mitnahmeregelungen für die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner und für die Kinder. Ich finde, das sollte man hier in einer solchen Debatte auch noch einmal grundständig hinterlegen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes, bei denen das Land die Dienstherreneigenschaft hat, kommen in den Genuss dieses tollen Tickets. Das freut uns als GRÜNE natürlich ganz besonders. Von diesem Ticket profitieren ganz besonders, liebe Kolleginnen und Kollegen, die unteren Einkommensgruppen. Der Kollege Bauer hat es gerade auch schon einmal erwähnt, und zwar die unteren Einkommensgruppen, die pendeln müssen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Besoldung A8, die von z.B. Frankfurt nach Fulda pendeln oder von Fulda nach Frankfurt pendeln, ist das eine Ersparnis von rund 2.650 € im Jahr. Und das kann man wirklich nicht wert genug schätzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will auch einmal die Vergleichsgröße nennen, damit man auch einmal weiß, in welcher Größenordnung wir uns hier bewegen und was das auch gerade an einem Zuwachs für die unteren Einkommensgruppen sind. Wenn man die A8 in der Stufe 3 nimmt und sagt, dass derjenige Mitarbeiter zwei Kinder hat, dann sind das 2.995 € netto brutto und 2.765 € netto. Und jetzt dazu, bei 2.765 € netto, das Landesticket, also eine Ersparnis von 2.650 € daneben zu legen, da kann man dran sehen, was das für eine Leistung ist und für eine Ersparnis für diejenigen, die in den unteren Lohngruppen sind und von diesem Landesticket ganz besonders profitieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, das ist eine gute Nachricht
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes. Es ist aber auch eine gute Nachricht für den Umweltschutz und für das Klima in Hessen. Wir gestalten damit nachhaltige Mobilität, und das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will es auch noch einmal erwähnen, damit das auch noch einmal hinterlegt ist. Dieses Landesticket, das wir hier in Hessen eingeführt haben, dieses Landesticket gibt es nur in diesem Bundesland. Kein anderes Bundesland hat ein solches Angebot. Das muss man, finde ich, hier immer wieder ganz deutlich sagen. Und wenn einige Kollegen hier im Hause immer sagen, man müsse sich ein Beispiel annehmen, man müsse sich ein Beispiel an jenem Bundesland nehmen, dann finde ich, in dieser Frage sollten sich andere Tarifpartnerinnen und Tarifpartner ein Beispiel am Bundesland Hessen nehmen. Das bringt wirklich einen Vorteil für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes und für die Beschäftigten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, Fazit: Wir freuen uns sehr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir diesen Tarifabschluss übernehmen können. Ich will aber auch sagen, das gehört auch zu einer nachhaltigen Finanzpolitik. Das sind, Herr Kollege Röhm, Sie müssen aber trotzdem zum Schluss kommen. Ich komme sofort zum Schluss, Herr Präsident. Das sind auch Kosten, die hier auflaufen. Im ersten Jahr sind es 204 Millionen Euro. Am Ende der Erhöhung in 2021 wird das mit 607 Millionen Euro zu Buche schlagen. Das muss man auch sagen. Wir freuen uns für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber wir müssen natürlich bei solchen Entscheidungen auch den Haushalt im Blick haben. Ich glaube, das ist dieser Regierungsfraktion gelungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Römmrich. Das Wort hat der Abg. Müller, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir begrüßen natürlich ebenfalls die Übertragung der Ergebnisse des Tarifabschlusses auf die Beamten. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass das eigentlich die Normalität ist und dass das in den vergangenen Jahren leider nicht gemacht wurde. Deswegen ist es schon einigermaßen überraschend, wenn man sich hier dafür feiert, dass man das tut, was eigentlich die übliche Handhabung nicht nur in Hessen, sondern auch außerhalb ist. Das haben wir auch gestern Abend auf dem Parlamentarischen Abend des Deutschen Beamtenbundes schon ein Stück weit diskutiert. Ich glaube, eine Selbstverständlichkeit, ja, aber ich glaube, eine Selbstverständlichkeit ist sicherlich nicht so, dass man sich dafür feiern lassen muss. Zumal nicht, wenn man auch vom Bundesverfassungsgericht gerade überprüft wird, ob das Sonderopfer, das man in den Jahren 2015 und 2016 gebracht hat. Ja, schauen wir mal, wie das ausgeht. Aber ich glaube, viel Spielraum hat diese Landesregierung und auch die Mehrheit hier gar nicht, etwas anderes zu tun. Denn ich glaube, ein weiteres Abweichen von den Tarifergebnissen wäre dann der Punkt, wo tatsächlich jedenfalls die Gerichte auch einschreiten würden und sagen würden, das ist verfassungsrechtlich gar nicht mehr zulässig. Deswegen, meine Damen und Herren, alles richtig, alles gut, und auch die entsprechende Übertragung der Anpassungen auf die Mehrarbeitsvergütung und andere Bereiche ist gut. Dafür wollen wir auch gar nicht kritisieren, aber es ist doch sicherlich sinnvoll anzusprechen. Und Herr Frömmrich, wenn Sie eben 3 Minuten oder 4 Minuten Ihrer Redezeit auf das Thema Jobticket verwendet haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mit diesem Gesetz gerade mal gar nichts zu tun. Und das wissen Sie auch. Trotzdem, rein politisch gedacht, natürlich die richtige Schwerpunktsetzung. Aber es ist, glaube ich, nicht, es ist nicht, nein, da braucht man sich auch nicht freuen. Weil wissen Sie, Herr Boddenberg, es ist auch nicht für alle eine Freude. Für die Menschen im ländlichen Raum hilft das Jobticket meistens gar nichts. Und der Polizeibeamte, der aus dem Main-Kinzig-Kreis nach Frankfurt fährt, weil er sich dort die Miete nicht leisten kann, dem hilft das Jobticket auch nicht, weil er nämlich viel zu lange unterwegs wäre bzw. überhaupt nicht die Möglichkeiten hat, es zu nutzen. Deswegen stellen Sie es doch nicht hier dar, wie Herr Frömmrich das gesagt hat. Alle, die das Jobticket haben, sind groß am Feiern. Nein, noch nicht einmal die Hälfte ist groß am Feiern. Und dann seien Sie bitte ehrlich und loben Sie es nicht über den grünen Klee. Meine Damen und Herren, wir haben sicherlich die Aufgabe, und das ist auch die Aufgabe für die Landesregierung. Das Bewusstsein ist da. Über die Wege werden wir uns noch streiten, wie wir den Landesdienst in Hessen attraktiv halten. Wir haben in den nächsten 5 Jahren den Generationswechsel bei den Polizeibeamten vor uns. Wir haben dann weitere 5 Jahre später auch im öffentlichen Dienst die Lehrer
vor uns, die in den Ruhestand gehen, die großen Generationen. Und wir haben einen groß angelegten Fachkräftemangel, nicht nur in der freien Wirtschaft, sondern auch im öffentlichen Dienst, und das quer durch alle Beschäftigungsbereiche. Und hierfür die richtigen Grundlagen zu schaffen, das ist die Aufgabe. Und da streiten wir uns nur über die Wege. Die Einsicht und das Erkennen ist durchaus vorhanden. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, dass wir hier auch neue Wege gehen müssen, die früher auch schon gegangen wurden. Ich spreche hier insbesondere den Ballungsraum an, weil sich kein Mensch, wenige Menschen im Ballungsraum in Frankfurt es leisten können, einen Job anzunehmen. Das betrifft den Bereich des Vollzugs, das betrifft Polizei, das betrifft aber auch Feuerwehr, das betrifft Krankenhäuser, die Pflegepersonal suchen und, und. Und in diesem Bereich müssen wir schauen, wie wir unterstützen können. Und da haben wir schon im letzten Jahr angeregt, darüber nachzudenken, ob es nicht Sinn machen kann, auch für Landesbeschäftigte Dienstwohnungen wieder bereitzustellen. Das ist gerade in dem Bereich derjenigen, die einsteigen in den Beruf, eine unwahrscheinliche Hilfeleistung, weil wenn man mit Anfang, Mitte 20 und dem Gehalt, das man in nicht ganz herausgehobenen Besoldungsgruppen verdient, sich eine Wohnung suchen muss, dann ist das eben nicht einfach. Das ist ein möglicher Weg. Es hängt natürlich immer auch an der Besoldung. Auch dort ist die Höhe mitentscheidend. Und wir brauchen auch zunehmend gute Argumente, was die Attraktivität auch zum Freizeitverhalten anbelangt. Der Zeitaufwand, der gerade bei der Polizei im Moment erbracht werden muss, 3 Millionen Überstunden, ist schon gefallen. Das ist immens, unplanbar, Schichtdienst, alles Herausforderungen, wo wir Lösungen für suchen müssen. Es steht einiges im Koalitionsvertrag. Ich bin gespannt, was davon auf den Weg gebracht werden wird. Wir können uns heute freuen. 600 Millionen Euro mehr ist auch eine ganz schöne Belastung für den Landeshaushalt. Aber es ist das, was gemacht werden muss, damit wir unseren Beamtinnen und Beamten in Hessen ein gutes Auskommen ermöglichen. Und dann werden wir schauen, wie wir das jetzt im Ausschuss weiter beraten werden. Das Verfahren ist angesprochen worden. Ich hoffe, dass wir ein anständiges, gutes Verfahren hinbekommen, das sowohl die Interessen zum Ausdruck bringt in einer möglichen mündlichen Anhörung, aber auch es hoffentlich so beschleunigt oder Abschlagszahlungen ermöglicht, dass auch die Beamtinnen und Beamten nicht weiter auf die Lohnerhöhungen, die sie dringend verdient haben, wartet. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Müller. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin den Koalitionsfraktionen sehr, sehr dankbar, dass sie diesen Gesetzentwurf, der in der Tat auf eine Formulierungshilfe des Innenministeriums zurückgeht, hier eingebracht haben. Weil im Gegensatz, meine Damen und Herren, im Gegensatz zu dem, was der Kollege Rudolph hier vorgeschlagen hat, haben wir damit nämlich auch die Möglichkeit, dass wir sehr, sehr zeitnah für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas erreichen können. Das, Herr Kollege Rudolph, was Sie sozusagen hier vorgetragen haben und an Erwartungen dargestellt haben, das wäre gerade nicht im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil das Verfahren dann aufgrund der Regeln, die wir uns hier im Hessischen Landtag gegeben haben, immer länger dauern würde als den Weg, den wir gefunden haben. Und deswegen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf überträgt das Tarifergebnis auf die Beamtinnen und Beamten. Zeit- und systemgerecht, meine Damen und Herren. Und das ist in der Nacht der Tarifeinigung mit den Gewerkschaften auch so angekündigt und so besprochen worden, dass wir uns an der prozentualen Erhöhung für die Beamtinnen und Beamten, also der prozentualen Erhöhung des Tarifvertrages für die Beamtinnen und Beamten für die Besoldungserhöhung orientieren werden, um eine zeitgleiche und systemgerechte Übertragung hinzubekommen. Und, meine Damen und Herren, es ist nicht so, wie Herr Schaus hier gerade vorgetragen hat, dass wir bei der Versorgung irgendwelche Abzüge machen würden. Es gibt ein paar ganz wenige Sonderfälle, in denen Bund und Länder gemeinschaftlich für ganz bestimmte Fälle so etwas haben. Aber es gibt keinen generellen Abzug bei der Versorgung. Und, meine Damen und Herren, beim Thema Anwärter spielt uns leider das Bundesverfassungsgericht
sozusagen nicht gerade in die Karten, um es mal so zu sagen. Dort können wir es nicht übertragen, wenn wir nicht die Regeln, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat, dann am Ende reißen würden. Es gibt das Abstandsgebot. Es gibt das Abstands. Das mag sein, dass andere Bundesländer das machen. Die haben möglicherweise andere Verhältnisse. Bei uns würde das Abstandsgebot gerissen werden. Und deswegen müssen wir es so machen, wie wir es hier machen. Das ist aber auch völlig unstreitig mit den Gewerkschaften, Herr Kollege Schaus. Und natürlich ist es so, meine Damen und Herren, dass wir uns hier, lieber Herr Kollege Müller, über das Hessenticket unterhalten. Das ist nämlich Gegenstand des Tarifvertrages. Das ist ja Gegenstand dessen, was wir mit den Gewerkschaften ausgemacht haben. Und deswegen wird das auch hier entsprechend besprochen. Ja, meine Damen und Herren, natürlich gehört das mit dazu. Wir haben hier, und das haben hier alle Redner erklärt, dass sie dass wir gut aufgestellt sein müssen für den Wettbewerb um die klügsten Köpfe, dass wir Top-Bedingungen brauchen und so weiter. Da gehört das Hessenticket sozusagen als Bestandteil am Ende dessen, was wir mit den Tarifpartnern hier vereinbart haben, eben mit dazu, weil es auch für die Beamtinnen und Beamten entsprechend vorgesehen ist. Und insofern ist es nur gut und richtig, dass der Kollege Frömmrich das hier noch einmal besonders besprochen hat. Umgekehrt möchte ich allerdings sagen, wie kleinkariert muss man denn sein? Wie kleinkariert muss man denn sein, dass man dieses Hessenticket, das wirklich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ganz, ganz, ganz großem Umfang wirklich als eine tolle Errungenschaft wahrgenommen wird, das hier auch noch kleinzureden. Es ist eine Errungenschaft, die wir hier in Hessen erreicht haben. Es ist eine Errungenschaft, die wir hier erreicht haben. Sie dient am Ende den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass es auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angenommen wird, um den Arbeitsplatz zu erreichen. Und jetzt kommt's. Hessen ist nämlich besonders familienfreundlich. Um auch es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ermöglichen, am Wochenende und zu besonderen Zeiten sogar die Familie mitzunehmen im öffentlichen Personennahverkehr, ein Ziel, was wir auch hier gemeinsam in diesem Hessischen Landtag haben. Wir haben dort Ziele verbunden im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deswegen bleibe ich da sehr stolz darauf, dass es das nur in Hessen hier bei uns gibt, dass es uns eingefallen ist, dass wir es mit den Tarifpartnern vereinbart haben. Und deswegen seien Sie doch einmal glücklich und nicht so kleinkariert an diesen Stellen. Ja, meine Damen und Herren, für eine solche Debatte eignet es sich auch, darüber zu reden, wie das mit der Tarifgemeinschaft der Länder ist. Wir haben dazu eine klare Vereinbarung in unserem Koalitionsvertrag. Wir werden mit der TDL über die Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der Länder verhandeln. Im Koalitionsvertrag steht allerdings drin, dass wir das unter Beibehaltung der Vorteile des TV Hessen erreichen wollen. Unter Beibehaltung der Vorteile des TV Hessen. Da gehören viele Dinge dazu, wie die Fachkräftepakete, die wir vereinbart haben, wie unsere leistungsorientierte Tabelle, die wir mit der auch stufengleichen Höhergruppierung erreicht haben, die Kinderfreundlichkeit, die wir haben, all das wollen wir für unsere Mitarbeiter erreichen, und zwar nicht nur für die. Das ist ja noch das kleine Einmaleins, meine Damen und Herren. Das ist ja völlig klar, dass das für diejenigen, die jetzt bei uns beschäftigt sind, auch für die Zukunft erhalten bleiben muss. Aber wir wollen es auch für zukünftige Mitarbeiter erhalten, weil wir nämlich glauben, dass wir nur so im Wettbewerb um die besten Köpfe werden bestehen können. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen. Wir sind am Ende der Debatte. Der Gesetzentwurf wird zur Vorbereitung der zweiten Lesung dem Innenausschuss überwiesen. Jawohl, ist so. Machen wir so.